soll ich dazu noch sagen? So. Und wieder geht's nach unten. Sehr schön. Ja, jetzt geht's erstmal raus zum Mülleimer, weil wir da drinnen im Haus so schlau gewesen sind und keinen Mülleimer haben. Um danach dann später wieder reinzugehen, um das dreckige Geschirr abzuspülen, oder? Ja, das war mir klar. Aber ich wundere mich, da ist jetzt ja eine Tasse oben auf dem Teller. Woher hat sie denn die Tasse jetzt auf einmal? Das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber ist okay, lassen wir sie mal. Da. Schön machst du das. Ja, schön reinstellen. Und weiter geht's. Genau, mach dir erstmal was zu essen, weil du Hunger hast. Dann willst du, stell dich nicht so an. Ja, du musst kochen lernen, üben. Ja, ist gesund. Nein, es gibt nichts anderes. Hör auf. Etwas pflanzen. So, erstmal dann nach oben und vor allen verstecken, damit sie glücklich ist und das schneller runtergeht vor allen. 2 Stunden. Das kann sonst noch ewig dauern, bevor sie dann endlich wieder normal wird. Schön machst du das. Ich hoffe, sie isst das dann auch gleich danach. Na, isst du das gleich danach oder nicht? Was soll ich das erstmal wegmachen? Isst sie das jetzt oder? Ah, okay. Von großen Schüsseln in kleine Schüssel. Gut, sie isst das erstmal. Super. Sehr schön machst du das, Frau von und zu. Stell dich doch nicht so an, nur weil du schwanger bist. Erpü. Hom, nom, 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 nom. Na, schmeckt er nicht? Sie ist irgendwie immer noch nicht so gut drauf. Können wir nicht hier an? Hier können wir das jetzt so ein Nickerchen machen. Inspiriert. Ach was, auf einmal, ja? Komm, an Sammler verkaufen. Sehr cool. Ich glaube, die 2 Stunden sind dann um, dass sie immer noch schlimm ist, wegen, weil sie halt in der Hose gepipiert hat. Aber das kann der besten schwangeren Frau passieren, glaube ich zumindest. Weiß ich nicht. Also bestimmt. Also spätestens dann, wenn das Fruchtwasser platzt. Aber das ist dann auch kein Pipi, sondern eher Fruchtwasser. Also, ich weiß gerade nicht, was ich rede. Beschämt. Achso, okay. Klassisches Gemälde. 100. Was will sie denn jetzt? Selbsterniedrigenden Witz erzählen. Was? Nein. Höheres Level der Malerfähigkeit. Das bekommen wir hin. Ja gut, das wird dann noch erstmal, werden wir uns einmal vor allen verstecken, damit sie glücklich ist. Und ich werde mir hier gleich überall erstmal Mülleimer hinstellen. Ich habe nirgendwo einen einzigen Mülleimer, das ist ja eine Katastrophe. So, zwischendurch können wir natürlich auch noch Steine sammeln gehen, um halt hier irgendwie ein wenig Geld zu bekommen. Sag mal, wie lange isst du denn, Frau von und so? Was bist du denn so? Ah, nee. Also diese Frau, ne? Also ich würde mir ja nie eine Frau holen. Die ist mir viel zu anstrengend. So eine Frau. Muss ich jetzt mal wirklich sagen. Okay, ist jetzt vorbei? Du willst ein Gemälde malen. Sehr schön. Ja, komm, mal ein Gemälde. Für 75. Hoffen wir mal, dass es gut wird. Das Gute ist, ich glaube später, ich weiß nicht, wie das bei den Kindern aussieht, ob sie auch Gemälde malen können und ob wir die dann rein theoretisch später verkaufen können. Das ist jetzt natürlich das, was will sie da? Gemälde beenden. Das kriegen wir hin und höhere Level Malerfähigkeit bekommen. Sollten wir eigentlich auch hinbekommen. Huch, wo wollte ich denn hin? Wie sieht denn das aus? Hunger, Energie, sie ist eigentlich überall wirklich recht grün. Also von der Zufriedenheitsgedöns her. Was natürlich sehr cool ist. Blickblock. Was? Ah, was das ist, weiß ich nicht. Später kann sie natürlich auch bloggen. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie Geld verdienen könnte, rein theoretisch. Ich weiß nur, dass man beim Schreiben oder so auf jeden Fall Geld verdienen kann, wenn man will. Was natürlich auch funktioniert. Ich werde mich mal einmal kurz anders hinsetzen. Das heißt, ihr hört gleich erstmal wahrscheinlich meinen Stuhl. Weil irgendwie tut mein Allerwertester, wie ich das erstmal so sagen darf. So, sie ist schön dabei, ein weiteres Gemälde zu malen. Ach, wie herrlich. Was ist das da oben? Was ist das? Da, wo der Pfeil ist? Okay, lassen wir es mal so sein. es ist so schön, es ist so wunderbar. An Sammler verkaufen. Was will sie jetzt? Kunststück betrachten. Oh scheiße, da war ich jetzt zu schnell. Kacke. Du kannst erstmal auf jeden Fall wieder einmal auf Klo gehen, das ist dir erlaubt.
sie auch immer selbst irgendwas machen wollen. So, genau, mach mal Pipi. Sehr schön. Kunststück betrachten, weil inspiriert ist. Betrachte ein Kunststück. Ne? Du wirst jetzt hier erstmal auf jeden Fall ein sehr großes, klassisches Gemälde malen. Alles andere ist ziemlich wurscht gerade. Und wie gesagt, wir brauchen halt Geld. Das ist nun mal einfach so. Wir haben nirgendwo einen einzigen Mülleimer, was natürlich relativ unschön ist. Wo ich auch ehrlich gesagt gar nicht dran drüber nachgedacht habe. Wieso konnte der eine Mann vorhin hier mit diesem Puppenhaus spielen und warum kann ich das nicht? Erinnert mich ein bisschen an Minecraft. So leicht halt irgendwie ein bisschen. Genau, male ein Gemälde. Oh, sieht ein bisschen aus wie ein Bonsai. Aha. Ja, male, male, malen. Sie will etwas pflanzen. Wie sieht denn das aus? Was könnte sie danach machen? Sie braucht auf jeden Fall erstmal was zu essen. Getränke mixen oder so ist ihr erstmal schön untersagt. Kochen und Gartensalat. Einzelportion. So, und dann könnte sie sich, ich weiß gar nicht, Blase ist okay, Hunger passt denn. Dann sollte sie danach erstmal einmal auf Toilette gehen. Einmal verwenden. Danach ein, weiß nicht, brauchen wir ein Schaumbad? Nee, noch brauchen wir kein Schaumbad. Kann ich die anzünden? Geht auch nicht. Okay, okay, lassen wir erstmal so sein. Danach sollte sie, yay, ein Levelaufstieg. Sehr cool. Danach, ist aber schwachsinnig, obwohl wenn sie unten ist, was ist, dann, ja, geht sie danach auf jeden Fall schlafen. Und, dann passt das. Wir sind noch Levelaufstieg. Ach so. Aha, aber haben wir doch. Mahlzeit kochen, das kriegen wir auch gerade hin. Sie macht es so schön. Obwohl das Schlimme ist, ich mache immer so viel. Und dann macht die erstmal eins nach dem anderen. Dann laufe ich eigentlich drei oder vier Wege. Aber das ist beeindruckend, wie schnell Dixie wird. Wenn ich das mal so sagen darf. Es ist schon interessant. War das doch eher ein Teddybär? Also ein Osterhasenbär? Irgendwie sowas. Hä? Ich weiß gar nicht. Aber ihr scheint es zu gefallen. Also, Künstlerin scheint sie zu sein. Sehr schön. So verdienen wir auch unser Geld. Weil ich glaube, später kann das alles noch ziemlich teuer werden mit den ganzen Kindern. Aber wenn sie alt genug sind, können sie ja auch irgendwie halt was machen. Ansehen. Wir sehen uns das einmal an. Schön. Und jetzt am Sammler verkaufen. Staffelei malen und so, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Du bist doch erstmal hungrig, wieder mal. Das heißt, wir werden einen Gartensalat, das, was wir eben gerade machen wollten, auf jeden Fall erstmal einmal zubereiten. Kochen. Nö, nö, nö. Gartensalat. Einzelportion. So. Wie sieht das aus, Frau von und so? Findest du das Gemälde wirklich so wunderschön? Wir müssen es aber leider verkaufen. Wir brauchen das Geld. So, zu Ende angesehen. Super. Plus 161. Ja, ist nicht so viel, ne? Also wenn ich überlege, ab Level 10 oder so bringen die Gemälde pro Stück über 1000 ein. Da kann man schon recht schnell Geld verdienen. Und auch gutes Geld davon abgesehen, ohne halt arbeiten zu gehen. Ansehen, ne, braucht man nicht. So, sie wird jetzt erstmal was zu essen kochen, danach auch essen. Was Romantisches tun, brauchen wir nicht. Mahlzeit kochen, da sind wir gerade dabei. Mit dem Verkauf von Gemälde 100 verdienen. Das kriegen wir auch hin. Sind wir ja gerade dabei, ne? Aber erstmal geht es hauptsächlich darum zu essen. Danach werden wir nochmal ein Gemälde malen. Und danach würde ich mal sagen, gehen wir erstmal nochmal schlafen. Weil Energie und so müde. Oh nein, sie hat es schmutzig gemacht. Und wir brauchen später unbedingt eine Haushälterin. Unbedingt. Oh, was Sniffer. Ja, ist Sniffer. Ah, Kleine Sniffer, es stinkt hier. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, machst du jetzt mal weiter? Hä, warum aufräumen? Achso, ich wollte gerade sagen, was ist los? Warum? Hä? Fragen über Fragen. Scheint gut zu funktionieren. Okay, super. Levelaufstieg. Sehr schön. Danach wirst du das hier erstmal säubern, weil das ist ja eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob sie das unbedingt selber macht, deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Was ist das denn hier? Über Kochen reden, ja, das kriegen wir natürlich auch hin. Sie wird jetzt hier aber erstmal, wie gesagt, ein bisschen was essen. Und danach nach oben erstmal und eine Staffelei malen. Ja, klassisches Gemälde malen, dann auf jeden Fall auch für 100. Weiter.
Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Passt, wackelt und hat Luft, würde ich doch mal behaupten. So, allein ist. Okay, ja, sie scheint aber doch relativ glücklich zu sein. Lecker essen. Schmeckt gut? Ja, okay, schön. Sie scheint auf jeden Fall glücklich zu sein und so schlimm hatte sie das gar nicht mit der Morgenübelkeit. Kriegen wir also hin. Na, ist sie glücklich? Ja, sie ist glücklich. Sehr schön. Mach weiter. Ja, nam, 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 nam. Super, gut. Dann räumst du auf, machst du sauber und malst dann erstmal ein weiteres Gemälde fertig, Frau von und zu Emma. Okay, okay. Schön, dass sie das hier automatisch wegstellt. Ja, schön sauber machen. Ich bin stolz auf dich. Toll, machst du das? Wieso ist sie denn so lange inspiriert? Ist auch interessant. Macht das denn Spaß? Okay, sie grinst. Es macht Spaß zu putzen. Der Moment ist uns alle, ist egal, so Männer oder irgendwie sowas. Wir brauchen nur Kinder. Und eins hat sie ja schon im Bauch, davon abgesehen. Später, wie gesagt, will ich mich mit ihr noch so weiter halt fortpflanzen, dass sie vielleicht Zwillinge oder sowas kriegt, was natürlich auch recht cool ist. Okay, gehen wir nach oben. Und malen ein weiteres Gemälde, wovon wir hoffentlich viel Geld kriegen. Im Moment ist es ja plus minus null geschafft. Kunstwerke im Museum betrachten. Oh ne, das können wir wegmachen, das brauchen wir nicht. Ich bin gerade am gucken, wie viel brauchen wir denn, um dieses Doppelkindergedöns? Wahrscheinlich ewig viel. Fruchtbar, 3000! Wir brauchen das Zehnfache. Okay, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Museum besuchen. Was willst du denn im Museum? Da gibt es nichts Interessantes. Das ist das, ein Getränk zu bauen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, ne? Genau, mal auf jeden Fall erstmal dein wunderbares Gemälde weiter. Wir können noch mal gucken. Es gibt hier so viele Männer, das ist bemerkenswert. Hier ist irgendwie... Ach, das soll so ein Spielplatz gedönt sein. Das ist natürlich auch sehr cool. So, okay, das ist unser Zuhause. Hier ist ein anderes Zuhause. Hier ist ein Gartenstückchen, irgendwie sowas. Aber ich sehe hier nirgendwo, wenn ich das mal so sagen darf, irgendwelche Teile, die wir aufsammeln könnten. Ist schon interessant, ne? Also, ne, nur gut. Na gut, wir warten erstmal ab, wie sich das alles entwickeln wird. Ja. Wie alt bist denn du? Zwei Verabredungen gehen, das kriegen wir bestimmt auch hin. Kriegen wir bestimmt auch noch Punkte, ne? Was ist das? Neues bestreben wir? Nein, bloß nicht. Malen. Lass uns malen. Wie alt bist du? Nein, okay, noch nicht fertig. Hätte ja natürlich sein können. Wir brauchen ja auf jeden Fall das Geld. Los. Geht los. Was soll das überhaupt darstellen? Wahrscheinlich irgendwie ein sehr interessantes Bäume... Massaker in der Wildnis von irgendwo. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich das betiteln soll. Schwanger. Zweites Trimester. Okay, was? Emma ist jetzt im fortgeschrittenen Stadium ihrer Schwangerschaft und freut sich darauf, Mutter zu werden. Schwanger. Drittes Trimester in 24 Stunden. Bedeutet, wir kriegen bald... Oh Gott, wir kriegen bald unser Kind. Wegen guter Umgebung. Dekoration. Okay, das passt soweit. Ah, sie ist glücklich. Yay. Jemanden anrufen. Das kriegen wir auch hin. Gemälde will sie anscheinend ja nicht mehr malen. Wen rufen wir denn an? Wir wollen... ja, was denn jetzt? Mit jemandem über Träume sprechen. Okay. Auf jeden Fall an Sammler verkaufen. 190. Okay, das sind schon 90 Simoleons mehr als vorher. Dann wollten wir über Kochen reden. Wir rufen mal jemanden an. Andi, sie will trotzdem weiter Staffelei malen? Nein. Tu mir mal einen Gefallen und begrüße mal, ist das ein Kerl? Ja, es ist ja egal, freundlich vorstellen. Hallo, hörst du mal auf weiterzulaufen? Hallo? Super. Also es ist ja ein Kerl und wir müssen einfach so darüber denken. Okay, wo bist du denn? Emma? Da kommt sie. Super, hi! Über Träume reden.
Bitte Bibi zu fühlen. Großartige Neuigkeit erzählen. Was können wir noch? Oder was sollen wir noch? Okay. Instrument spielen. Lieber kochen, reden, das kriegen wir aber hin. Neue Erfindung beschreiben. Interessante Stimme auf jeden Fall. Über Kochen reden, da haben wir es doch. Ich wollte gerade sagen, was sollte das denn werden? Aber sie erzählt gerade Ihnen über eine wunderschöne, wahrscheinliche Geschichte, die ihr irgendwie mal passiert ist. Und, ja. Okay, er ist ein Einzelgänger. Steakplan. Würstchen grillen. Das kriegen wir auch und das kriegen wir alles hin. Wir wollen grillen und wir wollen Würstchen grillen. Grille Würstchen. Schön, machst du das? Ich bin begeistert. 13, okay. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Riecht gut, ja? Okay, super. Solange es gut riecht, bin ich glücklich. Denn ihr habt Dateplan. Nee, brauchen wir noch nicht. Instrument spielen kriegen wir auch hin. Energie geladen werden. Weil aktiv ist. Aha. Schauen wir mal an. Oh, du musst... erstmal auf jeden Fall danach wirst du erstmal gleich was essen. Die Würstchen. Danach wirst du auf Klo gehen und danach wirst du erstmal schlafen. Wir haben hier draußen gar keinen Tisch, fällt mir auf, ne? Das ist natürlich leicht unschön. Jetzt bringt sie mir die gerillten Sachen rein, was ja irgendwie ein bisschen schwachsinnig ist. Was sie eigentlich draußen machen könnte. Ein Gericht nehmen. Ist ein Würstchen. Nom, 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 nom. Ja, scheint aber gut zu schmecken anscheinend. Na, gefällt sie oder nicht? Würstchen hergestellt von Emma. Schlafen wir 9 Stunden, wenn ich sie jetzt schlafen schicke? Ich glaube nicht, oder? So, dann kann sie hier oben auf jeden Fall erstmal einmal auf Klo gehen. Jetzt haben wir ja wieder so ein Problem. Dann gehst du auf Klo und danach bist du erstmal schlafen wieder. Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit sie mit dem Essen ist. Alleine wir haben Würstchen gegrillt und daraus Hotdogs gemacht. Ist auch sehr cool. Muss ich jetzt wirklich mal sagen. Ist sehr interessant. Na, hat's geschmeckt? Ja, nein, vielleicht kreuzen sie an. Überlegst du dir nochmal. Okay, das kriegen wir hin. Hallo? Ist jetzt mal gut mit dem Essen? Wie lange ist dir denn so ein Hotdog? Oh mein Gott, das letzte Stückchen. Na, wie sieht's aus? Musst du jetzt erstmal auf Klo? Ja, kann ich mir vorstellen. Aber jetzt noch nicht so, dass sie irgendwie gleich demnächst irgendwie hinpiet oder so, glaube ich. Wie schön sie nach oben guckt. Ach ja, herrlich. Schön, schön, schön. Dann kann sie gleich erstmal auf Klo gehen, macht jetzt erstmal Pipi, ist glücklich. Hat sie gerade eigentlich ihre Hose ausgezogen? Das weiß auch keiner. Schön entspannt auf Klo zu gehen, ja? Okay, super. Gut, dann mach mal los und geh eine Runde schlafen. Das hast du dir echt verdient. Sehr anstrengendes Leben, lebensweise, nicht arbeiten zu gehen, nur Kinder kriegen. Obwohl du noch nicht mal ein einziges Kind hast. Also, naja, gut. Wir lassen es mal so, wie es ist, würde ich mal behaupten. Genau, und dann gehst du erst mal schlafen.